Willkommen zum nächsten Türchen und wir spielen wieder ein Spiel, an das mir noch nicht so wirklich bekannt ist. Und das soll ein bisschen anders sein, habe ich mir sagen lassen. Es wurde mir diesmal nicht empfohlen. Ich habe das einfach so, ich glaube beim letzten Steam-Sale, so habe ich mal ein paar Bilder davon gesehen und habe mir gedacht, das sieht so ein bisschen eigensinnig aus, das könnte ja aber was werden. Between Me and the Night, dieses Spiel wollen wir jetzt einfach mal anspielen. Neues Spiel natürlich. Wenn du zuvor, ja. So, da sind wir nun. Wir sind dieses kleine gezeichnete Männchen. Wir befinden uns jetzt wohl noch in einer Art Tutorial. Ah ja, damit meint das Schiff, da kann ich rennen, okay. Okay, gucken wir uns das einfach mal an. Ah, Moment, wenn ich da nach unten drücke, latscht da runter. Und ja, irgendwie hat mich das angesprochen, dieser Stil. Ist jetzt halt mal wieder was ganz anderes. Und deswegen bringe ich euch das im heutigen vierten Türchen. So, da kann ich wohl was verschieben. Also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das Horror ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es soll so eine düstere Stimmung halt haben. Bin mir nicht ganz sicher. Und wer weiß, vielleicht erzählt es ja auch eine interessante Geschichte. So, das alles hier ist noch Tutorial. Das habe ich auch wie so oft schon mal getestet, als ich dachte, dass wir das eventuell im Livestream spielen. So, ich glaube, jetzt kann er nämlich auf den Tisch hoch. Ne, kann er nicht. Vielleicht muss ich den Tisch noch ein bisschen zu mir schieben. Ne, geht nicht. Warum kannst du jetzt nicht auf den Tisch hoch da? Ich meine, der ist... okay, ich muss nochmal runter. Gehst du bitte nochmal runter? Ich glaube, ich muss den Tisch noch ein bisschen näher ran. So, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht. Denn da oben ist ein Schlüssel. Kannst du jetzt da... Warte mal, wo ist denn meine Maus? Eigentlich sollte ich auch eine Maus haben. Ah ja, so. Was für ein schöner... Was für eine schöne Schlüssel. Schlüssel, Schlösser öffnen, wissen Sie? Ja. Achso, jetzt hat das ins Inventar genommen, okay. Ja, das Ganze gibt es auf Steam für ein paar Euro. Sorry, wenn ich als nicht den genauen Betrag weiß, aber das ändert sich bei Steam ja eh ständig. Ihr könnt ja selbst gucken, wenn es euch interessiert. So, und wieder gehen wir die Treppen runter. Und ich glaube, ich habe hier schon aufgehört, ein Testspiel zu machen, weil es hatte mich dann schon gereizt und Hauptsache es läuft. Das heißt, es wird jetzt erstmal klein für uns. Okay, hier kann ich aber nicht wirklich... Ach doch, ich habe ja einen Schlüssel. So, nochmal Inventar herholen. Muss ich das jetzt da reinziehen? Was für eine schöne Schlüssel. Ja, du sollst es aber nehmen und... Okay. Da erscheint eine Tür. Cool. Geht. Und er geht hindurch, glaube ich. Cool. Ich bin zu Hause. 1985 steht auf dem Kalender. Die Kids spielen Konsole. Sehr cool. Muss ja eines der ersten Konsolen gewesen sein. Darf ich mitspielen? Eine Erinnerung? Ein Wunsch? Wo sind seine Freunde? Was rumpelt das so? Ich höre da was. Aber eigentlich wollte ich mich erst noch ein bisschen umgucken hier. Das ist sehr cool eingerichtet. 1000 Knights. Jenna, was steht da? Servers. Ah, irgendein Adventure-Spiel auf jeden Fall. Typisches Kinder-Jugendzimmer. Gefällt mir. Mit der alten Flimmerkiste. So, wir gucken mal, was da... Ah, warte mal, da kann ich was machen.
kein Licht anmachen, okay. Aber irgendwie finde ich so schöner. Ich weiß auch nicht. Da lasse ich mal das Licht an. Irgendwas rumpelt und will da raus. Ich hoffe, es ist nichts Böses. In meinem Schrank. Kann ich an den Dingern jetzt vorbei? Nö, hä? Da komme ich ja nie an den Schrank, oder wie? Ich schieb mal weiter. Einfach schieben, schieben, schieben. Das macht zwar keinen Sinn, aber... Obwohl, das macht vielleicht wirklich keinen Sinn, dann komme ich hier nicht mehr raus. Ich komme nämlich an den Dingern nicht vorbei, das ist ja blöd. Hilfe. Tja, 2D-Landschaft halt. Da kannst du nichts machen, die sind im Weg. Okay, dann schiebe ich die halt wieder zurück. Vielleicht, ach, ich kann sie bestimmt hinter den Schrank oder so. Na, mal gucken, ob das geht. Mal weiterschieben hier. Ja, das geht. Wunderbar. Wie weit kann ich das rausschieben? Okay. Dann gucken wir mal da rein. Was bist du denn? Okay. Jetzt ist er weg. Was will uns das Spiel damit sagen? So, was kann ich hier noch machen? Jetzt höre ich da drüben. Mein Bett wackelt. Was ist mit meinem Bett jetzt los? Hi. Schon wieder du. Was hast denn du da? Was ist denn das? Kann ich das... ich kann mir das Zeug ja alles genauer angucken hier. Ein ganz neues RKB-System. Danke. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Mein Lieblingsvideospiel. Aber man konnte es auf einer tragbaren Konsole spielen. Es ist fast Sonntag. Cool. Generic Night. Das gab zusammen mit der RKB-Konsole. Captain Toms Flugzeug. Er hat nicht wirklich reingepasst. Die Schachteln behalte ich. Dir gehört Jimmy. Mom gefällt es gar nicht. Ich wollte das nochmal lesen. Mom gefällt es gar nicht, dass ich so viele habe. Okay, cool, dass man sich hier alles angucken kann. Das kann ich hier. Ach so, nicht erreichen. Dann geh mal näher hin. Das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Sieht schwer aus, keine Ahnung, ob ich das bewegen kann. Ja, das. Ich weiß es nicht. Kannst du es bewegen? Willst du es bewegen? Anscheinend nicht. Ah doch. Wir könnten es rumbewegen, aber ich wüsste nicht, was das jetzt für einen Sinn macht. Ich glaube, das kann ich bewegen. Ja, aber für was denn? Ich kann ja alles rumschieben. Okay. Ist cool. Kann ich auf mein Bett klettern? Nee, kann ich nicht. Aber da oben. Wartet mal. Da kannst du doch, das haben wir doch im Tutorial gelernt. Oder willst du auf deinen Tisch steigen? Yeah, cool. Was wir alles Cooles machen hier, hä? Die Legende des Nachrichtenüberbringers. Dieses Buch ist wirklich cool. der Controller für die RGB-Konsole. Hier kann ich da meine Konsole zusammenbauen und dann zocken. Das wär's ja. Kann ich nicht erreichen. Okay, dann gehen wir mal noch ein Stück. Kannst du das jetzt vielleicht erreichen, oder müssen wir dafür das anderswertig machen? Das mag ich. Es handelt von Dinosauriern und Tieren. Und da ist ein Drache. Da kannst du nicht erreichen, okay. Meine erste Platte. Dad hat sie mir gekauft. Es ist verkratzt und es funktioniert nicht mehr, okay. Ich liebe diese Comics. Spider-Mike, Darkhole, Nit-Nit, Twilight Jones. Oh, das nimmt er sogar mit. Night Soldier 3. Nimmt er auch mit. Nimmt ganz schön viel mit auf einmal. Hätte ich ja gar nicht gedacht. So, was haben wir hier noch? Gomez und der magische Fetz ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Mhm. Soldat Jimmy. Mike hat ihn so... hat ihn immer etwas aufgezogen. Warum nehme ich das alles mit? Vincent ist ein tolles Alien und er hat eine Freundin, sie heißt Mia. So, jetzt bist du voll. Das ist Nightmare Night. Es kommt auf meine Wunschliste zu Weihnachten. Okay. Rausgucken will er nicht. Okay, ich denke dann, mein Inventar ist ja jetzt eh voll. Also, zumindest wirkt es voll. Gehe ich mal da runter. Ich kann ja mal versuchen, die Konsole anzuschließen.
Oder. Ja, ich probiere das jetzt mal. Und zwar. RPG-System an den Fernseher. Geht das? Ja, er hat's getan. Cool. Und jetzt sing. Warte mal, Spiele? Ne, das sind die Bücher. Na gut, ich probiere einfach jetzt mal mit dem Controller. Nimm den mal in die Hand, bitte. Ich will gucken, ob das geht. Diese Sachen passen nicht. Auf dahin. So. Und jetzt können wir zocken. Oder? Gucken, ob es geht. Wo sind jetzt die. So. Naja, ich habe. Ach, ich habe nur hingelegt. Mist. Aber die Konsole liegt da richtig, ne? Nehme ich mal an. Also, die soll da sein, wo sie ist. Ja, es nimmt auch jetzt nicht mehr in die Hand. Vielleicht fehlt noch was. Aber was? Kann ich. Warte mal, kann ich mit dem Stuhl mal bitte. Vielleicht kann ich ja doch noch auf mein Bett. Gucken. Oder kann das obere dann erreichen? Na, aufs Bett will er anscheinend nicht, aber vielleicht reicht es, um da oben hinzukommen. Dieses ist richtig langweilig. Es handelt nur von Stein und so. Kannst du es aber trotzdem mitnehmen. Das kann ich von hier nicht erreichen. Wieso nicht? Jetzt. Der grüne Drache ist so stark. Ich kann nicht noch mehr von dieser Größe tragen. Ja, weil du auch jeden Blödsinn mitnimmst, ne? Ich sollte vielleicht wirklich nur das mitnehmen, wo ich mir auch irgendwas drunter vorstellen kann, es zu benutzen. Schmeiße ich halt das mal hin und nehme den Drachen mit. Und was hatten wir hier nochmal? Moment, das kriegen wir auch noch hin. Mit einem super Stuhl. So, nochmal hoch. Hier. Ach ja, die Dinosaurier. Warum soll ich das mitnehmen? Es sind ja Bücher, ne? Und keine Spiele. Gibt es hier irgendwo noch ein Spiel? Ich werde den Gedanken nicht los, dass wir das irgendwie benutzen könnten. Ich probiere es einfach mal. Aber das geht, wird nicht gehen. Nee, das passt nicht zusammen. Das sind Bücher und keine Spiele. Was ist das? Ah, da waren ein Ritter und ein Schloss. Ritter und ein Schloss. Junge, was hast du alles für Kram bei dir? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Was mache ich jetzt mit meiner schönen Sammlung? Der grüne Drache ist so stark. Kommt da schon mal dahin. Oder schmeißen einfach auf den Boden. Ja. Mir doch recht. Ist da hinter der Platte noch was? Nee. Da ist der. Da sind die. Depictions. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal versuchen rauszugehen, wenn ich hier nichts mehr finde. Aber ich wollte spielen. Was liegt denn da noch? Das ist nichts. Okay. Neues RPG-System, aber. Ah doch, jetzt ging's. Habe ich doch vorhin schon probiert und dann hat es auf den Boden geschmissen. Mann, Mann, Mann. So, jetzt zocken wir. Ja, jetzt geht eh. Haha. So, nur ohne Freunde. What? Ich darf das jetzt ernsthaft spielen? General Knight von 1985. Gibt's das in echt? Naja, anscheinend. Was zum Teufel? Warte mal, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Warte mal, was kann ich machen hier? Yeah, cool. Kann ich sonst nichts machen? Kann ich hüpfen? Ah ja, ich kann auch hüpfen. Ey, du. Ah, die Brücke geht ja kaputt. Was soll ich überhaupt machen? Nein, das Häuschen da gehen, oder? Nee. Ich glaube, ich muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Au! Oh Gott, ja. Und wie es damals so war, man hat halt nur ein Leben, ne? Okay, ein bisschen aufpassen hier. Was wird denn hier das Ziel sein? Ich weiß gar nicht. Einfach einen Highscore aufstellen. Es geht auch um Zeit, sehe ich gerade. Ich werde hier nochmal zu den Viechern rübergehen, wenn ich darf. Kann ich die. Ich kann die Türen zerstören, dann kommen die Viecher nicht mehr raus. Ah, aber da fallen die ständig runter und jetzt. Verstehe. Vorsicht, dass sie mir gleich wieder auf den Kopf springt hier. Bams. Stirb. Ah! Okay, jetzt mal schnell da hoch, bevor der kommt. Okay. Ah, wenigstens Level 1 schaffen hier, oder? So, zwei Türen noch. Und die geile Mucke. Das ist schön retro. Ah! Oh, nee, ey. Das war ein dummer Sprung. Der tat weh. Oh Gott, das kann ja nicht so schwer sein jetzt. Komme ich da eigentlich hoch? Nee, ne? Da könnte ich jetzt hoch.
Ach! Ich bin aber so ungeschickt, aber also mit der Tastatur blöd. Okay, machen wir erstmal das da oben. Ach, der springt aber auch seltsam. Ja, ich weiß, ich kann mich immer beschweren. So, komm, jetzt nochmal hier rüber. So. Oh, shit. Ich habe nur noch ganz wenige Sekunden Zeit. Ich muss mich beeilen. Aber jetzt mal schaffen wir es. Wenn nichts Dummes passiert. Ja, das war knapp. So, alle... Level clear, yes! So, Level 2. Oh Mann, wie retro, wie geil. Okay, ist jetzt kein Gruselspiel, aber... Das wirkt halt so in der Beschreibung von den Bildern. Ah, nee, aber vielleicht... Ich glaube, es könnte eine interessante Geschichte erzählen, ha? So, ich würde jetzt gerne mal darüber. Ah, shit, die Brücke geht schon wieder weg. Wie viel Zeit habe ich? 127, okay. Komm, jetzt muss ich mal rüber, sonst reicht das wieder nicht. So... So, da aufpassen, jetzt wieder. Nein, ich geh. Nein, 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 nein. Hä? Okay. Stirb, fall da runter. Hopp, Leiter, komm her. Ich hab keine Zeit für sowas. So, und jetzt. Ja, sowas macht irgendwie Bock. Weiß auch nicht. Ah! Oh shit. Viel Level. Oh, mein letztes Leben. Ja, okay. Oh Gott! Was ist denn mit dem Fernseher los? Hä? Was macht mein Fernseher jetzt? Warum hat er auf einmal Beine bekommen? Oh Gott, da oben hängt mein Fernseher. Was? Hä? Was soll denn das jetzt? Okay, es wird ja skurril hier. Wir gehen mal im Fernseher nach. Hallo? Fernseher? Kann ich von hier aus nicht erreichen. Vielleicht auch besser so. Ja, du sollst ja nicht das unbedingt alles antatschen. Du solltest es dir nur angucken. Nicht, dass der mir jetzt auf die Rübe springt oder so. Ne, er macht nichts. Der hängt einfach nur da oben ab. Na gut, es ist ja nur ein kleines Let's Show. Deswegen würde ich mal sagen, versuchen wir noch ein bisschen was zu finden. Und kennenzulernen. Deswegen gehe ich jetzt mal durch die Türen, wenn ich darf. Durch die darf ich irgendwie schon mal nicht... Nö, geht nicht. Geht gar nicht durch die Türen. Schade, ich dachte, ich könnte mir jetzt dieses ganze Haus angucken. Ist das die Ausgangstür? Vermutlich. Wahrscheinlich geht nur eine gewisse Tür auf. Müssen wir nochmal gucken, was da so ist. Sieht schwer aus. Keine Ahnung, ob ich es bewegen kann. Probier's mal, dann kommen wir vielleicht zu unserem... Ja gut, du kannst auch erstmal den Stuhl dahin. Schleppen. Fernseher. Ich hatte auch mal so einen alten Fernseher, kann ich mich noch erinnern. So, warte mal. Ich muss hier ein bisschen umdekorieren. Die Eltern werden schon nichts dagegen haben, hoffe ich. Und da scheint ja nochmal eine Leiter runter zu gehen. Sieht jetzt nur gerade mit so grünem Zeug verwachsen aus. So nach dem Motto, jetzt noch nicht. Jetzt, wenn ich hier das nächste erledigt habe, das mit der Konsole, das musste man anscheinend auch... Ja, das musste man definitiv machen. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ich werde einfach mal versuchen, meinen Fernseher wieder zu bekommen. Das kann man schon mal. Das kann schon mal passieren, wenn man zu viel zockt, dass der Fernseher auf einmal an der Decke hängt. So. Dann gucken wir mal, ob wir rankommen. Fast, ne? Wenn du die Arme ausstreckst, klappt es vielleicht. Das ist wirklich cool, finde ich. Findest du? Weiß er nicht. Noch eins der Bilder, die ihnen gefallen hat. Deinen Eltern. Oder wer, oder was? Na gut, aber mein Fernseher komme ich nicht. Nee, zum Fernseher sagt er gar nichts. Na gut, dann gucken wir mal weiter. E. Ach so, wegen dem Licht. Ah, ja. Oh, es tut mir leid. Hey. Du bist da reinge... Okay, wir folgen dem Fernseher. Okay, in welchem Zimmer sind wir jetzt? Schade, er guckt sich nichts an. Sagt nix. Moment, erstmal hier schauen. Was ist das? Hat irgendwie keine Lust jetzt mehr noch mit dir zu reden anscheinend. Okay, der Fernseher hat sich hier irgendwie versteckelt.
Was zum? Was geht denn jetzt ab? Der Junge hat eine sehr anregende Fantasie, glaube ich. Warte mal, was kann ich? Das sieht jetzt noch viel cooler aus. Boah. Das ist hier voll hier. Geil. Und was kann ich noch? Ah, wenn ich lange drücke. Aha. Und so ist verteidigen. Das ist ja wie Dark Souls 2D. Sehr cool. Da passiert jetzt nichts mehr, wenn ich das drücke. Okay. Okay, cool. Aber ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht. Das ist okay, sorry Leute, dass es jetzt kein Horror ist. Oder Grusel. Das ist, ich habe den falschen Eindruck gehabt von den Bildern anscheinend. Aber sehr interessant. Ich meine, dafür haben wir Winter, oder? Wunderschöner Schnee. Wieder auf die auf das Adventsmotto zu kommen. Oh, oh. Dark Souls da erstmal blocken. Jetzt ich. Da aus. Jetzt ich. Ich habe ihn. Yeah. Cool ist das denn bitte? Aber ich bin auch mal gespannt, worauf das Spiel hinaus will letztendlich. Ob es irgendeine interessante Message für uns hat oder so. Na du? Da fliegt er weg. Okay. Kann ich mit diesen Blumen irgendwas machen oder so? Ne, er kämpft jetzt nur noch. Oh, wir haben keinen Schlüssel, ne? Aber ist egal, wir können ja auch hier weitergehen. Aha. So, da oben, oh je, yeah, eine Hängebrücke, das kann ja was werden, aber da komme ich irgendwie gar nicht hin. Ah, aber hier haben wir einen Hebel, vielleicht verschiebt er irgendwie die Treppen oder so. Tatsächlich. Prima. Na, hoffentlich fallen wir da nicht irgendwie durch, weil springen kann er ja nicht. Die Sprungtaste geht jetzt nicht mehr. Vorhin in dem 2D-Ding ging das. Ah ja, das geht schon. So. Bisher nur diesen einen Gegner gehabt. Das Spiel hält sich damit zurück. Bestimmt bewusst. Um einfach so ein bisschen die Atmung auf sich wirken zu lassen. Oh, das sieht interessant aus. Tja. Alles nur ein Traum. Schatz, komm runter, Frühstück ist fertig. Wie cool ist das denn? Okay, alles nur geträumt. Ich will aber nicht frühstücken, ich will zocken hier. Obwohl, ne, dann spielen wir es vielleicht wirklich nochmal. Geh mal lieber, gucken wir, versuchen wir noch ein bisschen was Neues aufzuschnappen. Und so sieht das eigentlich aus. Wo ist denn hier die Küche? Was liegt denn hier alles rum? Ah, ich kann jetzt überall rein. Setz dich hin, Schatz. Ich muss erst mal... muss erst mal herkommen. Setz dich hin, Schatz. Wieso? Warum versuchst du immer in mein Zimmer zu kommen? Das ist mein Zimmer. Also muss ich doch da rein. Sagen, setz dich... Nee, da kommt nur E. Oder vielleicht, ist es gar nicht Frühstückszeit. Vielleicht ist er ganz alleine. Er hat nur diese Erinnerung von seiner Familie. Verschlossen. Ich mag die Musik auch. Setz dich hin, Schatz. Setz dich hin, Schatz. Kann ich rausgehen? Ernsthaft? Da ist eine Riesenvase. Okay, ist ja auch nur der Balkon. Zeit, das dem Spiel verziehen. Ich könnte auch runter in den Keller, glaube ich. Da sind jetzt nicht mehr diese komischen Schlingpflanzen. Aber schade, dass ich nicht in die Türen da rein darf. Vielleicht soll ich mich wirklich hinsetzen da auf den Stuhl. Geht ja gar nicht. Ich könnte nur draufstiefeln. Ich könnte auch versuchen, rauszugehen. Das muss das Zimmer der Schwester sein, so wie die meckert. Setz dich hin, Schatz, bei jeder anderen Tür. Ist ein bisschen strange. Ist das ein Spielzeug, oder? Nee, das Licht lassen wir mal an, auch wenn es Tag ist. Okay, wir gehen mal in den Keller. Schauen, ob da noch was möglich ist.
gleich frühstücken die ja im Keller. Warum nicht? Keller, hallo? Jetzt. Oh, das ist gar nicht der Keller. Das ist das Erdgeschoss. Und da ist auch unsere große Haustür. Das sind sie, aber sie sehen auch nur so schemenhaft aus, als wir, wie ich schon vermutet habe, die sind gar nicht alle, die sind gar nicht hier. Warum? Das sind nur Erinnerungen des Jungen. Ach ja, ich soll mich ja hinsetzen, nicht wahr? Ein bisschen Gänsehaut habe ich da schon jetzt gerade bekommen. Es ist wirklich sehr interessant inszeniert. Also es ist diesmal echt ein gutes Spiel, was wir da rausgefischt haben. So, ist die Nachricht da für mich? Wo seid ihr alle? Dürfte ich bitte lesen? Füttere die Katze, mähe das Gras. Ich habe eine Katze, cool. Wo ist sie? Ja gut. Wer weiß, wie lange die Botschaft hier schon hängt. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen... Vielleicht ist gar nichts dahinter, wer weiß. Kann ich den Kühlschrank öffnen? Nein, gemein. Okay, wir haben zwei Aufgaben bekommen. Katze füttern, wahrscheinlich in der Küche. Erstmal die Küche finden. Das sieht aus wie so ein kleines Arbeitszimmerchen vom Daddy. Vielleicht ist er ja Architekt oder sowas. Skizzen, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Die Garage, das Auto steht hier. Zumindest ein Auto. Komisch. Also ich glaube, das will ich let's playen. Irgendwie gefällt mir das. Ich würde es dann natürlich nochmal anspielen. Das dauert bestimmt, bis ich es mal ein Let's Play habe, weil das hat auf jeden Fall Potenzial. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Gone Home, falls das noch jemand kennt. Habe ich auf dem Retro-Kanal damals gespielt. Das hatte so eine ähnliche Atmo-Mentalität. Hat auch in den 80ern gespielt und man wusste nicht wirklich, ja, was ist jetzt, was soll das und so. Fand ich auch sehr stark, muss ich sagen. Kann ich hier Musik machen? Coole 80er-Mucke. Das wär's doch jetzt. Nee, mach das mal gleich in den Kassettenrekorder, bitte. So. Wir haben so lange nicht miteinander gesprochen, aber du fehlst mir. Besonders jetzt. Was? Was hat das zu bedeuten? Oh. Ob der Junge... Ah, ich will jetzt nicht mutmaßen. Dafür ist es noch zu früh. Aber ich habe so eine, so ein ungutes Gefühl. Eieiei, ich bin echt mal gespannt. Oh, was? Bist du die Katze? Oh Gott, der driftet schon wieder in seiner Welt hier ab. Bist du die Katze? Das Ding hat mich getötet. Okay, ich soll dich füttern. Warte mal, vielleicht. Ich will dich nur mal. Ich will, dass er dich mal. Dass er dich anguckt. Nee, macht er nicht. Kann er nicht. Das sind schon wieder seine Soldaten, die ich immer. Oh, was bist du denn? Was war das denn? Okay. Ein bisschen gruselig ist es ja jetzt doch schon, ne? Aber was war das? Okay, ich sollte ja irgendwie füttern, hat's geheißen. Oh. Kriege ich jetzt Schelde, weil ich nichts gemacht habe, oder was? Schwester, oder? War das die Schwester? Darf ich jetzt in dein Zimmer? Nee, immer noch nicht. Aber ich darf jetzt hier sonst wo rein. Das ist gut. Musst du mal. Nein, ich dachte, dass du das Ding... du musst anscheinend nicht. Duschvorhang wegziehen. Was kommt? Nix. Okay. Duschen? Duschen? Irgendwas machen? Nein? Toilette? Toilette? Nein, 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 er macht nix. Er macht einfach nix. Okay, nein, das ist für die Lichtschalter. Die Dinger kann ich auch nicht rumschieben. So, die hat was dagegen, dass ich in ihr Zimmer gehe.
dann gucken wir uns jetzt noch die anderen Türen an, die wir noch nicht kennen. Also ich muss sagen, das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mich spricht das an. Noch ein Bad. Diesmal mit einer Badewanne. Aber auch hier ist nichts von Interesse. Sehr großes Haus für die Familie, muss ich ja mal sagen. Das ist eventuell das Schlafzimmer der Eltern. Was kannst du da machen? Achso, du mit deinen Lichtern. Aber das wird später vielleicht noch wichtig, wenn dir das mit diesen komischen Monstern da weiter vorangeht, dass ich dann Licht machen muss. Was ist denn das? Was hast du da jetzt mitgenommen? Ist das ein Wecker oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Ein Spiegel. Guck dich mal an. Hey! Hey, 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 hey! Oh, 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 das sah so aus, als würden die Eltern streiten. Oder haben öfters gestritten. Wow. Das ist so gut inszeniert einfach. Es ist manchmal ein bisschen gruselig, also kurzzeitig ein bisschen gruselig, aber dann merkt man auch, so wie jetzt, hey, die wollen einem eigentlich nur eine Geschichte da vermitteln. Also, ich bin echt sehr positiv angetan von diesem Game, muss ich sagen. Und ich bin sehr neugierig, wie das weitergeht, deswegen will ich das auf jeden Fall fortsetzen. Und gar nicht mehr jetzt eigentlich so lange noch spielen, weil sonst würde ich mir nur zu viel nehmen, wenn ich es dann richtig durchspiele. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich gucke jetzt gerade noch in die letzten Räumlichkeiten, wo ich eventuell noch nicht war. Und ja. Die Küche, genau. Wäre es hier nicht am sinnvollsten, was für die Katze zu finden? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist. Vielleicht kann ich, wenn ich den da mitnehme, mal in die Schränke gucken. Damit mich das Katzenvieh und das dahinter nicht frisst. So. Kuchenvitrine ohne Kuchen, ja, das ist deprimierend. Okay, aber hier finde ich keine Katzensachen, die Katzen glücklich machen. Ein feststehender Ofen. Warte mal, was konntest du da denn mit... Ach so, du konntest schon wieder Licht an- und ausmachen. Ja, okay. Nee, also hier finde ich nichts für die Katze. Vielleicht haben die so eine kleine Kammer, wo sie das Zeug aufbewahren. Könnte ja sein. Ich hätte gern, dass das Licht an ist. Ich weiß nicht, ob diese Monster da was das ist. Ob die mir da was antun ansonsten. Ne, da war ich jetzt schon überall. Ja, und nun? Ich denke, wir belassen es dabei. Ich gehe jetzt noch einmal zu der Katze. Wenn man das überhaupt Katze nennen kann. Und ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich werde das Licht anmachen hier. Vielleicht verscheucht das die hier. Wenn das Vieh kommt, renne ich ins Licht oder... Warte mal, ich konnte ja auch rennen. Ja. Da ist der Riesennapf. Das ist ja ein Riesennapf hier, was da liegt. Warte mal, jetzt gleich wegrennen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Das sieht mich an, hungrig und... Na komm. Was los? Das komische Vieh muss doch jetzt gleich kommen. Oder kommt das jetzt nicht mehr? Und weg. Komm, komm schon. Na, du bist mir ein blödes Vieh. Ich könnte mich hier noch umgucken, aber hier ist ja auch kein Essen, ne? Ich will da... Ne, ich will jetzt nicht in diesem Suchmodus sein und dann geht vielleicht wieder nix. Ne, da liegt auch nix. Was mit der Uhr? Kann ich den Napf vielleicht mitnehmen? Sie muss hungrig sein, es ist leer. Ja, wo ist denn das Essen? Okay, dann, ich komme da erst durch, wenn ich das Ding gefüttert habe, nehme ich an. Aber da war noch so ein Vieh, das mich getötet hat. Was ist denn jetzt mit dem? Na, das habe ich nicht gemeint. Na, jetzt darf ich wieder da anfangen, vielleicht kommt es ja jetzt wieder. Das will ich mal weglocken oder so. Na? Kommt irgendwie nicht. Jo, jetzt schläfst du weiter. Ist aber ein biestiges Vieh, ganz ehrlich. Nur weil es Hunger hat, schlägt es mich gleich tot. So sind Katzen, ey. Unfassbar.
Naja, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber doch einen Cut. Wie gesagt, sehr, sehr interessantes Spiel hier. Me and the Night. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir Feedback und freut euch mit mir auf das nächste Türchen. Ich bin jetzt gerade so im Nachholmodus. Ich habe jetzt ja wieder wenigstens normales Internet. Und jetzt habe ich mich auch ein bisschen nachgesuchtet wegen Hearthstone. Jetzt kann ich endlich auch wieder aufnehmen und hochladen. Bald sind wir mit den Türchen wieder synchron und dann bleibe ich das hoffentlich auch. Und irgendwann kommt ja dann doch die bessere Leitung. Aber ich wollte noch ein kleines Infovideo dazu machen für die Leute, die jetzt den Adventskalender nicht gucken, dass die da auch mal Bescheid wissen. Da werde ich das nochmal in größerem Umfang dann mitteilen. Nun gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Hier würde ich sagen, macht's gut und ciao.